Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei Freizeitidyll am See. Es geht heute um die Aussaat, die ich heute vornehmen werde. Und ja, wenn ihr dabei sein möchtet, dann spitzt doch gerne die Ohren und seid dabei. Ihr seid herzlich eingeladen, mir zu folgen, auch bei Facebook und Instagram. Und ja, des Weiteren werde ich heute auch die Auslosung vornehmen von dem Geschenk, was ich verlosen möchte im Februar. Ich wünsche euch allen viel Glück und viel Spaß beim Zuschauen. Hi Leute, ich freue mich, dass ihr zuschaut. Seid doch dabei, wenn ich diese kleine Aussaat mache. Ich habe im letzten Jahr von verschiedenen befreundeten Garten-YouTubern Post bekommen. Dabei waren unter anderem Nadine vom Sandlebensgarten-Kanal, der Nils, der leider noch keinen eigenen Kanal hat. Heinrich, der Meistergärtner, hat leider auch noch keinen eigenen Kanal, ist aber auch zum Beispiel bei Instagram und Facebook mit dabei. Außerdem habe ich auch Post bekommen, ich habe was bestellt. Und zwar beim Gartengemüsekiosk habe ich ein Saatgutpäckchen bestellt mit allerhand Saatgut. Und die Kanäle werde ich euch jetzt gleich mal hier nacheinander verlinken, oben rechts in der Ecke. Ich werde euch auch ganz kurz zeigen, was ich für Utensilien bestellt habe auf einer neuen Garten-Online-Plattform. Die heißt borago.de und die gehört dem Sascha von Selfbio unter anderem. Zur Wichtelaktion im letzten Jahr wurde unter anderem gefragt, wer noch Saatgut gebrauchen kann. Da hat mir die Nadine von Sandleben ein kleines Dankeschön-Päckchen geschickt. Dann habe ich auch noch einen ganz tollen Adventskalender bekommen vom Nils, der ja noch keinen eigenen Kanal hat. Hier in diese großen Töpfe jeweils zwei von den kleinen Pflanztöpfen reinsetzen und in diese kleinen Pflanztöpfe werde ich jeweils zwei Samen reinlegen. Ja, das mache ich dazu, um halt die Keimrate pro Topf zu erhöhen und die kann ich ja dann gegebenenfalls noch pikieren, wenn es soweit ist. Und ja, mal schauen, wie so die Keimrate aussieht und dann lege ich jetzt mal los. So, ich habe jetzt hier eine kleine Auswahl getroffen. Das sind alles Sorten, die sind leider erst ab April bis Oktober aussaatfähig. Hier habe ich noch eine Tomate, die kann ich auch noch nehmen. März bis Mai, ja, hier ist noch Estragon. Also, was ich jetzt aussehen werde, sind diese Sachen. Einmal der Estragon. Dann habe ich eine gelbe Tomate, Johannisbeertomate. Dann habe ich hier einmal den Kopfsalat. Eine Radieschenmischung. Sellerie, Schnittsellerie. Sowie einmal den blaugrünen Winterporree. Und die Aussaat kann sowohl im Juni bis Oktober als auch im Januar bis März erfolgen. Und da wir jetzt Februar haben, passt das ja top. Schon mal vielen lieben Dank an die lieben Spender dafür. Ich wollte noch einmal kurz was zeigen, was bei meiner Bestellung mit enthalten war. Das ist eine ganz neue Online-Plattform, wo man Gartenbedarf und auch vielleicht für einen Haushalt kleine Utensilien bestellen kann und richtig nützliche Helferlein. Unter anderem habe ich dort bestellt so eine Silikon-Aussaatschale mit 30 solchen kleinen Töpfchen drin. Ja, und die werde ich jetzt auch noch mit Erde befüllen. So, jetzt habe ich das schon mal vorbereitet. Jetzt werde ich noch mit einem kleinen Stäbchen oder einem Bleistift hier Löcher reinstecken für die Samen. Hierzu verwende ich so einen einfachen Zimmermannsbleistift. Vom Gartengemüsekiosk werde ich diesen Eissalat aussehen. Das ist die Sorte Mythos. Dann habe ich hier noch die Eiszapfen. Das ist eine Radiessorte.
Ist auch geeignet im ab Februar. Und dann als drittes werde ich vom Gartengemüsekiosk noch die rote Beete aussehen. Das ist die Sorte Robuschka. Hier hinten steht drauf, wer rote Beete mag, wird Robuschka lieben. Und da freue ich mich ganz doll drauf, weil meine Freundin liebt rote Beete und ich mag sie auch sehr gerne. Vielleicht sagt euch ja der Name Heinrich der Meistergärtner schon etwas. Er hat mir auch zwei ganz tolle Sorten geschickt. Und zwar ist das einmal die tasmanische Schokolade braun. Das ist eine ganz leckere Tomate. Und dann habe ich hier noch eine gelbe Tomate. Das ist die Lemon Boy. Und ja, ich freue mich schon echt auf die Aussaat. Ich werde diese ganze Aussaat jetzt von den vier Leuten, von denen ich das alles bekommen habe, jetzt aussehen und mit den Utensilien euch zeigen. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Der Frühling steht ja nun in den Startlöchern, der Lenz ist da. Und ja, ich freue mich ganz doll. Ich hoffe natürlich, dass es nicht wieder so ein hartes Extremjahr wird, mit entweder zu viel Regen oder zu viel Hitze und zu viel Dürre. Ja, ich freue mich aber auf jeden Fall auch auf die Freizeit, die man im Garten genießen kann und das Ganze drumherum. Alles, was Spaß macht, was auch der Seele ganz gut tut zur Entspannung. Des Weiteren hatte ich auch solche Pflanzstreifen bestellt. Das sind Namensschilder, die kann man so einfach abreißen, um sie dann mit einem Stift ganz einfach zu markieren. Ich habe jetzt hier einmal Winterporree draufgeschrieben mit einem Permanentmarker. Ganz einfaches Ding. Ja, ich konnte mich jetzt tatsächlich noch an ganze drei Sorten erinnern, wo ich die hingepackt habe. Die anderen habe ich alle schon wieder nach 2 Minuten vergessen. Oje, oje. Ja, Gedächtnis lässt grüßen. Wer den Fehler macht, das nicht gleich vorher schon auf Pflanzenschilder raufzuschreiben und die sofort bei Einsaat oder Aussaat zu markieren, der hat leider nach ein paar Minuten, vielleicht auch Tagen oder Wochen, dann schon Pech gehabt, dass man das vergessen hat, so wie es mir jetzt geht. Ich möchte euch gerne davor beschützen und empfehle deswegen, das gleich zu markieren. Beim nächsten Mal werde ich es auch berücksichtigen. Es war jetzt meine erste richtige offizielle Aussaat und ich bitte nachzusehen, dass ihr das entschuldigt und ja, sorry. Wie immer werde ich am 15. März dann das nächste Video hochladen, wo es um die nächste Verlosung geht und ich werde schon mal spoilern, worum es geht. Auf der Gartenplattform borago.de habe ich auch unter anderem auch solche Schieferpflanzschilder bestellt. Die sind hergestellt von Tobias Kabel. Der hat auch einen schon ganz großen YouTube-Kanal und er stellt die selber her. Er macht auch ganz viel Gartenvideos, auch Kochvideos oder zum Beispiel auch Do-it-yourself-Tipps, Tricks und alles drum und dran. Für alles, was das Gärtnerherz höher schlagen lässt. Und ja, wenn ihr mögt, dann schaut doch gerne mal rein. Ich werde euch das hier oben rechts verlinken. Wenn ihr vielleicht solche Pflanzschilder auch gut gebrauchen könnt, für zum Beispiel Aussaat auf dem Küchenfenster, wenn ihr Microgreens oder vielleicht kleine Kräutertöpfe oder irgendwas auf dem Küchenfenster aussieht, dann kann man die super mit einem Fettstift beschriften, zum Beispiel in Weiß oder wie man mag. Und ja, die sind auch super zum Beschriften der Pflanzen, die man im Garten oder auf dem Balkonkübel aussieht. Und ja, wenn ihr die haben möchtet, dann kommentiert doch gerne das Verlosungsvideo, das ich im März am 15. hochladen werde. Vielen Dank! Was ich auf jeden Fall vom Heinrich der Meistergärtner weiß, ist, dass er ein ganz, ganz tolles Fachwissen schon hat über sehr, sehr viele Sorten. Und das ist wirklich unglaublich, was er alles über die Sorten weiß, wann die ausgesät werden, wie der Ertrag meistens ist oder wer es auch immer, der weiß eigentlich so gut wie alles über die Pflanzen und es ist echt spannend. Ja, ich freue mich schon, wenn er auch einen eigenen Kanal gründet. So, die Pflanzschale werde ich jetzt ins Gewächshaus tun. Die beiden Pflanzschalen bekommen jetzt ein schönes sonniges Plätzchen. Ich habe den Pflanzschalen jetzt einen Platz an der Sonnenseite gegeben, hier im Gewächshaus.
Und selbstverständlich darf eine kleine Wässerung auch nicht fehlen. Das werde ich jetzt gleich mal vornehmen. Und das Video geht nun gleich bei mir zu Hause weiter mit der Verlosung der doppelten Microgreen Box im Februar 2019. Jo, ich bin jetzt zu Hause angekommen und zeige euch jetzt, wie ich die Verlosung mache. Und zwar ist es jetzt 24 Uhr und ja, ich verlose jetzt diese Microgreen Box. Wir haben immer noch Februar. In ein paar Minuten ist es nicht mehr Februar, dann haben wir schon März 2019. Und ja, ich habe ja euch gebeten, wenn ihr diese Microgreen Box gewinnen möchtet, könnt ihr gerne das Video des jeweiligen Monats mit dem Hashtag Verlosung kommentieren. Und ja, das haben auch einige Leute getan und ich zeige euch jetzt gleich mal, wer dabei ist. Ich habe jetzt den Link hier eingefügt. Ich werde jetzt die Kommentare laden des Videos. Ich habe insgesamt 16 Likes darauf und 14 Kommentare bekommen. So, dann werde ich mal den Gewinner oder die Gewinnerin auslosen. Das ist ja witzig. Sehr geehrter Sir Evans, Funny Animals, Euer Gnaden, hochwohlgeboren. Ich darf Ihnen verkünden, dass Sie gewonnen hätten, wenn Sie daran teilgenommen hätten. Aber da das ja nicht der Fall ist, Sir Evans schreibt: Grüß dich, ich hätte vor ein paar Jahren sofort an dem tollen Gewinnspiel teilgenommen. Damals habe ich tatsächlich viel gegärtnert. Ich wünsche jedenfalls allen Teilnehmern viel Glück. Das ist eine ganz tolle Aktion von dir. Schönen Sonntag und liebe Grüße. Ja, leider hat Sir Evans nicht dran teilgenommen. Naja, machen wir es halt nochmal. Hey, herzlichen Glückwunsch. Wir haben eine Gewinnerin. Tatarada. Sie heißt Sandra Welnowski. Und sie hat geschrieben, Hashtag Verlosung, würde mich sehr freuen. Ja, ich gratuliere dir, Sandra. Du hast gewonnen. Im Verschicken, ich denke mal, ich werde mich bei dir gleich melden und dein Video, deinen Kommentar kommentieren. Und dann, ja, dann hat sich das wahrscheinlich, sofern das Video hochgeladen ist, dann schon erledigt damit. Ja, vielen Dank für eure Teilnahme. Vielen Dank an alle, dass ihr es versucht habt. Ich wünsche auf jeden Fall allen, die weiterhin teilnehmen möchten, viel Spaß bei den Videos. Und ja, und bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich für alle Teilnehmer und natürlich auch für alle Leute, die kommentieren und liken. Drücke allen die Daumen weiterhin. Ja, und wünsche euch viel Spaß. Dankeschön. So, liebe Gartenfreunde, diese Microgreen Box mit zwei Kammern hat gewonnen Sandra Wilnowski. Und ja, ich gratuliere dir nochmal hier ganz herzlich. Und ich wünsche auf jeden Fall allen Glückspilzen, die es weiter versuchen möchten, auch weiterhin viel Glück. Und ja, ich freue mich über jeden Kommentar und jeden Tipp. Und alles Feedback, das ich erhalte, ist für mich total wertvoll. Vielen, vielen Dank an euch alle. Und ja, ich freue mich auch über alle Unterstützung und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut und danke. Tschüss.